Hey Leute, aus aktuellen Gründen müssen wir heute mal über ein Posting des internationalen Fridays for Future Instagram-Accounts sprechen. Die haben nämlich jetzt ein langes Pamphlet verbreitet, in dem sie sich ganz stark mit der Hamas und mit Palästina solidarisieren und dabei so viele dumme Sachen sagen, dass man sie einfach mal sich im Kern und im Detail einzeln anschauen muss, es ein bisschen aufflattern muss und dann sich auch die Frage stellen muss, hat Fridays for Future jetzt wirklich komplett fertig? Sind die komplett durch? Drehen die komplett am Rad? Schauen wir es uns heute mal an. Gleich in ihrer ersten These sagt Fridays for Future, dass die Wurzel allen Bösen der Kolonialismus ist und der Imperialismus. Und die schlussfolgern, durch die Gründung Israels hat man ja den Kern des Bösen und des Problems eigentlich erst geschaffen. Die Wahrheit ist aber natürlich, dass das eine ziemlich brutale Vereinfachung ist, weil 1948 nach dem Zweiten Weltkrieg legte Großbritannien das Mandat für die Region da unten eben nieder und der Staat Israel gründete sich. Ungefähr 300.000 jüdische Menschen und Frauen und Kinder eben gingen damals dann in das neu gegründete israelische Nationalgebiet, um dort eben gerade nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs irgendwo eine Heimat zu finden. War eine eigentlich ganz schöne Entscheidung. Das Problem war halt daran, dass eben diese ganze Region ja vereinnahmt wird oder beansprucht wird von arabischen, muslimischen Kräften. Und die haben dann relativ schnell gesagt, alle Nachbarländer, das akzeptieren wir nicht und haben Israel den Krieg erklärt, noch im Gründungsjahr. 1949 dann ging Israel aus diesem Konflikt als Sieger hervor und etablierte sich eben dann da unten als regionale Macht und hatte von da an ganz schnell die Erkenntnis gewonnen, dass sie sich auch militärisch verteidigen müssen gegen die, die ihre Zerstörung wollen. Und im Endeffekt dreht sich diese Hass und Wut und Gewaltspirale seitdem unaufhörlich. Also ja, hätte man Israel nicht gegründet, gäbe es eben diesen Konflikt da unten vielleicht nicht in dieser Form, aber ist natürlich auch eine total dämliche These, das voranzuführen, zu sagen, und deswegen gibt es dieses Problem und deswegen sind die Israelis die Bösen und die Palästinenser sind die armen Opfer. So einfach ist es halt auch nicht. Und da darf man halt auch einfach nicht ignorieren, dass da auch sehr, sehr viel Gewalt und viel Hass und Wut von der anderen Seite Richtung Israel schwappt. Und deswegen ist es halt auch so schändlich eigentlich, dass Fridays for Future da von Märtyrern und Opfern spricht, wenn sie von Palästinensern sprechen und von Kämpfern der Hamas sprechen, auf der anderen Seite aber die Israelis durch diese Argumentation des Imperialismus und Kapitalismus und Kolonialismus halt zu den Tätern machen. Das ist halt auch einfach dann die Entmenschlichung der Angegriffenen. Zudem sagt Fridays for Future, dass eben Israel brutale und ungezielte Bombardements gegen die Zivilbevölkerung vornimmt. Aber das ist eben auch falsch und Propaganda der Hamas. Die Wahrheit ist nämlich, dass Israel wirklich sehr viel tut, um zivile Verluste nach Möglichkeit zu verhindern. Sei es eben durch SMS und Anrufe automatisiert in die jeweiligen Gebiete, wo dann bald bombardiert wird, durch das Abwerfen von Flugblättern oder auch das sogenannte Anklopfen. Anklopfen ist nichts anderes, als dass man einen kleinen Sprengsatz, der kaum Schaden anrichtet, aber sehr laut ist, auf die Häuserdächer wirft, um die Leute zu warnen, dass da bald ein Bombardement kommen wird und die Leute zu motivieren, zu gehen. Die IDF, also die Israeli Defense Force, ist wirklich sehr dahinter, zivile Opfer zu vermeiden, auch wenn sie sich nicht vermeiden lassen, leider. Weil oft eben es auch so ist, dass entweder Menschen so radikalisiert sind, dass sie als Märtyrer gerne in den Tod gehen möchten, um den zionistischen Staat zu bekämpfen, oder von der Hamas ja einfach aufgehalten werden und nicht gehen dürfen. Oder anders gesagt, so viel Fürsorge, wie die Israelis den Palästinensern entgegenbringen, durften die Israelis von den Palästinensern bzw. von der Hamas nicht erwarten, die einfach ohne Provokation in ihre Häuser kamen, Familien überfielen, Menschen töteten, Kinder töteten, Babys töteten, Frauen vergewaltigten und entführten und dann teilweise auch die Leichen öffentlich zur Schau stellten vor einem jubelnden Publikum. Die jubeln, Allah Akbar schreien, wenn 5000 Raketen aus dem Gazastreifen Richtung Israel fliegen, abgefeuert von einer islamistischen, dschihadistischen Terrormiliz, die es zwar schafft, brutal viele Waffen ins Land zu schmuggeln, aber es nicht schafft, Grundversorgung wie Lebensmittel, Wasser und medizinische Versorgung durch ihre Scheißtunnel ins Land zu bringen. Hurra! Der zweiten These sagt Fridays for Future, jeder, der euch erzählt, dass es ein komplizierter Konflikt da unten im Nahen Osten ist, der lügt euch an. Der möchte nicht, dass ihr selber nachforscht. Denn wenn ihr nämlich nachforschen würdet, dann würdet ihr erkennen, dass es super simpel ist. Die Israelis sind die Bösen und die Palästinenser sind die Opfer. Weil die einen sind die Unterdrückten und die anderen sind die Unterdrücker. Und deswegen muss man zu den Unterdrückten halten, auch wenn sie islamistische Dschihadisten sind. Ja,
ihr seht schon, es ist eben auch hier wieder eine absolute Verkürzung und Vereinfachung eines, wie schon angerissen, extrem schwierigen und komplexen Konfliktes, der seit über 70 Jahren aus einer Spirale aus Hass, Gewalt und Wut besteht. Zu sagen, hey, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen, ist die absolute Schwarz-Weiß-Färbung einer total grauen Welt. Beide Seiten sind nicht unschuldig in diesem Konflikt und beide Seiten haben brutale Verbrechen begangen in den vergangenen Jahren. Und das muss man so klar sagen. Das ist einfach eine komplette Shitshow da unten und keiner von denen ist da der Gute und niemand ist der Böse. Es ist einfach nur ein brutaler, brutaler Krieg. Was Fridays for Future da macht, ist die Rechtfertigung brutalsten islamistischen Terrors. Mehr nicht. Aber informiert euch bitte selbst, wie es Fridays for Future ja so toll sagt. Aber vielleicht macht ihr es nicht wie diese Experten im Nahostkonflikt selber und schaut vielleicht auch außerhalb von Telegram mal nach, was denn eigentlich so Phase ist. In der dritten These sagt Fridays for Future, dass die westlichen Medien die Palästinenser als Monster framen würden. Also im Endeffekt sie entmenschlichen würden, um dann Krieg und Kämpfe gegen sie und Bombardements gegen sie in irgendeiner Form ja mehr zu rechtfertigen. Aber hier könnte man das Argument ja sofort zurückgeben. Was macht denn Fridays for Future? Framen sie nicht die Israelis als Täter und Monster und Verbrecher und reden sie nicht von den Palästinensern und von der Hamas als Märtyrern? Ist das kein Framing? Ist das nicht das Schwarz-Weiß-Färben eines viel graueren Konflikts? Macht Fridays for Future nicht genau das, was sie den Medien vorwerfen? Für Fridays for Future ist zum Beispiel auch der Anwurf der Medien, dass es eben wieder einen großen Anstieg auch im Westen von Antisemitismus nach Beginn des Krieges gab, ein Medienhoax. In ihren Augen demonstrieren die Palästinenser auch in Europa, auch in Deutschland und eigentlich überall auf der Welt nur friedlich für ein freies Palästina. Was natürlich ein kompletter Bullshit ist, weil sonst würden die Bilder halt nicht entstehen, die wir gesehen haben, von ja, Ausschreitungen und Demonstrationen, von Gewalttaten und Polizeieinsätzen. Wurde das gestellt? Nein, es wurde nicht gestellt. Es gab eben auch diese brutalen Taten und diesen Extremismus, der eben auf diesen Demonstrationen auch zu sehen und zu spüren war. Und es gibt einen Anstieg von Antisemitismus, auch hier in Deutschland. Das sieht man doch daran auch wieder, dass Synagogen wieder stärker geschützt werden müssen und dass Wohnhäuser von Jüdinnen und Juden wieder mit dem Davidstern markiert werden. Kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht eine Zunahme von Antisemitismus ist. Das ist einfach nur dämlich, wenn man sagt, dass es das nicht gibt und dass das ein Hoax ist. Sorry, aber Antisemitismus hat in unserer Gesellschaft und in diesem Land und eigentlich auf der ganzen Welt keinen Platz. Aber Fridays for Future sagt eben, die Medien wollen dir Angst machen vor den armen, armen, leidenden Islamisten und Palästinensern, weil die können ja nichts dafür. Die sind einfach nur Opfer israelischer Gewalt. Aber es ist halt auch nicht so einfach. Ich erinnere mich immer noch an Bilder vom 11. September. Das war, weiß ich gar nicht, ich glaube, ein Tag vor Einschulung, beziehungsweise vom neuen Schuljahr oder danach. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich damals im Fernsehen auch Palästinenser gesehen, die auf Straßen tanzen, die amerikanische Flaggen verbrannt haben, sich gefreut haben, dass tausende Menschen in den Vereinigten Staaten von islamistischen Terroristen umgebracht wurden. Es ist halt nicht so einfach. Und wisst ihr was? Seit 2006 ist die Hamas im Gaza eben am Drücker. Die wurden demokratisch gewählt, obwohl sie ihre Bevölkerung hungern lassen und im Endeffekt die Menschen da von der Hand in den Mund leben müssen, während die Hamas für hunderte Millionen eine Armee aufbaut. Und diese Terrormiliz kann unfassbar viele Waffen durch ihre Tunnel ins Land bringen und Krieg und Terror nach Israel bringen, aber sie schaffen es nicht, ihre eigene Bevölkerung zu versorgen, weil sie es nicht wollen. Und dass die Palästinenser sagen, hey, das akzeptieren wir, ist sicherlich auch ein problematisches Thema. Man könnte meinen, sie haben den Dämon ins Haus gelassen, weil sie sagen, damit können wir den zionistischen Teufel vertreiben. Und das ist auch problematisch. Und da muss man sagen, die Palästinenser sind sicherlich genauso unschuldig, wie es die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg waren. Man hat das halt akzeptiert, man hat zugesehen, man hat sich nicht kollektiv aufgerafft und gesagt, jetzt ist hier schon mal Schluss. Muss man einfach auch mal so sagen, dass man diesen Vorwurf auch vorbringen muss. Es wären auch, zumindest im Bereich des Möglichen, dass die Palästinenser sich hinstellen würden und sagen, Hamas, jetzt ist gut, eure Herrschaft endet hier und wir suchen einen friedlichen Weg, diese Aussöhnung zu erreichen. Wollten sie auch nicht. Wie gesagt, es ist komplexer als das und man kann hier nicht die Schuld dem einen oder dem anderen geben. Und das ist halt eben einfach, dass Generationen damit aufwachsen. Aber zu sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen, das funktioniert so einfach. Aber wisst ihr was? Die Lifestyle-Kommunisten von Fridays for Future sind natürlich der Meinung, dass die Medien gesteuert sind.
dass sie euch belügen im Auftrag von imperialistischen Regierungen, die an der Seite Israel stehen und nicht an der Seite der Menschen. Und das an sich ist einfach schon hochgradig dämlich, oder? Das sieht man mal, das ganze Schulschwänzen kann auch echt schlechte Folgen haben. Aber die ganze Idiotie von Fridays for Future sieht man eigentlich auf ihrer letzten Folie, auf ihrem letzten Bild, auf ihrem letzten Posting. Und da schreiben sie, wir beugen uns nicht der Propaganda Free Palestine. Und da muss ich sagen, Zauber, Leute. Davon gibt's von mir 5 von 5 nackte Oberkörper Putin Bärenreiter. Weil das ist wirklich Ironie vom allerfeinsten. Wenn man sich zu einem Sprachrohr von Hamas-Propaganda macht und sagt, wir beugen uns nicht der Propaganda. Well done, ein Querdenker hätte das nicht besser hinbekommen. Aber zur Fairness muss man sagen, der deutsche Instagram-Account von Fridays for Future hat sich sehr klar und sehr deutlich und mehrfach vom internationalen Account distanziert und ganz klargestellt, dass kein Platz für Antisemitismus im Land hier ist. Und da muss man sagen, danke dafür. Und man muss feststellen, nicht alle Klimaaktivisten sind bescheuert. Man darf sie eben auch hier wieder nicht alle über einen Kamm scheren. Man muss sagen, ja, es gibt die Bescheuerten und es sind sicherlich viele, aber es sind nicht alle. Von daher, vielen Dank und ja, ich bin raus. Schnelles Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und sonst sehen wir uns bald wieder, wenn ihr es wollt. Hier ist noch ein Video, was ihr anschauen könnt. Das hätte ich jetzt fast vergessen zu erwähnen. In dem Sinne, bleibt untot. Wir sehen uns bald wieder. Euer Wolfi.